Hallo liebe Fotofreunde, ich habe heute kein modisches Männeraccessoire dabei, obwohl vielleicht auch so bezeichnbar, aber es ist die Rolle 35, eine der kleinsten Kleinbildkameras, die es überhaupt gibt. Da gehen wir auch gleich mal ins kleine Detail. Prominentestes Teil ist das Objektiv, 35 mm Sonar von Zeiss. Das könnt ihr versenken, hier ist so ein Hebel, wenn ihr den drückt, könnt ihr es rausziehen und einmal leicht drehen, dann ist es arretiert und dann wieder herunter. Ihr könnt es nur wieder zurückführen, wenn der Verschluss gespannt ist. Sonst könnt ihr da dumm und dämlich drücken und es passiert nichts. Habe ich sehr lange gebraucht, um das herauszufinden. Hier rechts habt ihr die Blende, die ist leider sehr leichtgängig einstellbar. Das heißt, aufpassen, wenn ihr die Kamera wieder rausnimmt, dass auch immer noch die Blende eingestellt ist, die ihr erwartet. Das ist mir mal passiert. Hier könnt ihr euren DIN- oder ASA-Wert einstellen für den integrierten Belichtungsmesser. Hier links, das ist dann wieder schön fest mit festen Schritten, die Belichtungszeit. Und hier unten könnt ihr dann für euer Interesse dann einstellen, ob ihr jetzt negativ, ein Color negativ oder sonst was drin habt. Hier oben seht ihr den Sucher und hier seht ihr die Zelle vom Belichtungsmesser. Gehen wir kurz nach oben. Hier der Spannhebel und hier der Auslöseknopf. Das macht so ein kleines Geräusch, das hört ihr jetzt vielleicht auch kurz. Genau, und hier wäre das Batteriefach. Das könnt ihr öffnen, indem ihr hier zieht auf der Rückseite und dann könnt ihr hier eine Batterie einlegen für den Belichtungsmesser. Genau, das ist auch alles, was ihr oben sehen könnt. Dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier oben euer Sucher. Hier ist die... Wenn ihr es nach oben klappt, ist die Rückholsperre aufgehoben und ihr könnt den Film wieder einrollen. Hier genau der Hebel fürs Batteriefach. Dann machen wir mal die Rückseite auf. Da müsst ihr auf der Unterseite diesen Hebel nach vorne schieben und dann könnt ihr die ganze Rückseite runternehmen. Upsala. Dann seht ihr hier, passt ein ganzer Kleinbildfilm rein. Den steckt ihr unten rein. Nicht vergessen, diese Klappe hochmachen und dann wie immer links einspulen. Genau, wir kümmern die Mechanik mal kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man das Objektiv nach vorne rauszieht. So, da seht ihr nämlich, dass die Lamellen im Objektiv drin sind von dem Verschluss. Genau. Upsala. Genau, wieder zumachen und dann seht ihr auf der Unterseite einmal das Bildzählwerk, hier der Anschluss für den Blitz und hier die Kurbel zum Rückholen vom Film. Alles in allem also eine Kamera mit allen Funktionen, die ihr braucht bei einer Kleinbildkamera, aber halt eben in einem auch sehr kleinen Format. Es gibt auch nur zwei Kameras, die jetzt noch vergleichbar klein werden. Einmal die Minox 35, die kam 10 Jahre später auf den Markt. Und dann gab es in den 90er Jahren noch eine Kamera von Minolta, die war dann sogar kleiner, aber nicht mehr ganz so bekannt. Preislich ist die gerade momentan recht begehrt wieder. Also über 100 Euro sind jetzt keine seltenen Preise. Ich glaube, das teuerste für ein richtig gut erhaltenes Modell, das habe ich gesehen, bei 300 Euro. Aber ich glaube, das ist dann auch eher der Extremfall. Auf jeden Fall empfehlenswert für jeden, der was Kompaktes, vor allem für den Urlaub zum Beispiel, mithaben möchte. Denn das Objektiv, das 40 mm Sonar, ist schon echt gut und hat bis jetzt überzeugt. Aber ihr könnt euch jetzt auch selber überzeugen lassen von den Beispielfotos.